Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, ich nehme das jetzt direkt nach der letzten Folge auf. Also wir waren ja hier, hatten wir die ganzen Pferde besiegt. Und wir sind jetzt hier an diesem Wasserturm, wo ein fremder Mann oben drauf ist. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt aber erstmal hier. Wir haben 1418 EXP, Freunde. Da mache ich jetzt hier erstmal nämlich nochmal zwei Zauber frei. Und zwar einmal hier den Plasma, das ist nämlich eine Hitzewelle, das ist ganz geil eigentlich, damit die Gegner hinfallen. Und den Metabolismen möchte ich jetzt mal haben, hier die Zustandsveränderung. Sehr schön, Leute. 48 Mana, sehr cool. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die Leiter hoch. So, dann schauen wir uns den doch mal an hier, diesen Kerl. Sorry. Ich wollte schießen, aber sie waren im Weg. Ich bin Kyle Madigan. Und Sie? Aya Brea, FBI. Oh, wirklich? Was dagegen? Diese Pferdemonster mit den Menschengesichtern. Sind das die besagten NMCs? Ja, eine neue Spezies. Dann sind Sie eine MATF-Jägerin? Was Sie nicht sagen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Privatdetektiv. Ich habe den Auftrag, den Bunker zu untersuchen. Wurde aber von diesen Monstern überfallen. Mein Wagen ist hinüber. Irgendwie habe ich mich bis hierher gerettet. Privatdetektiv? Mit dieser Ausrüstung? Zur Selbstverteidigung. Aha. Und was soll in diesem Bunker sein? Tut mir leid, Berufsgeheimnis. Nun, im Grunde habe ich keine Ahnung. Super. So wie die Lage jetzt steht, sollten wir zusammenarbeiten. Also gut. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Infos haben. Ah ja, Kyle Madigan also, Freunde. Ja. Genau, Kyle Madigan. Okay. Ja, ich werde jetzt versuchen, hier von jetzt an mal ein bisschen die Stimmen zu ändern bei den verschiedenen Charakteren. Ich hoffe, das kommt gut an. Genau, wir haben jetzt hier den neuen Kyle kennengelernt und der scheint ja ganz okay zu sein, ne? Okay, der sucht anscheinend auch irgendwas. Die Ortschaft. Okay. Cutscene, Leute. Das LKW, ja. Ein roter Laster. Mr. Douglas ist zurück. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal wieder durch die Tür. Was haben wir denn hier? Was ist das? Am Hebel steht Tor. Alles klar, das macht die Tür wieder auf, okay. Allerdings diesmal für immer. Moment mal. Das Ding war hier oben und der hat mir die Tür eben nicht aufgemacht. Was ist denn das für ein... Naja, egal. Was war denn das für eine assige Aktion? Kann es sein, dass der uns loswerden will, hä? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, Leute. Gut. Also warum hat er uns da nicht geholfen? Das ist ein bisschen komisch, egal. Auf jeden Fall Kyle. Okay. Jetzt kommt eine richtige eklige Szene, Freunde. Schöne Aussicht erstmal auf jeden Fall. Und, schaut euch mal diese Leiche hier an. Ein Mann im mittleren Alter. Mr. Douglas hat ihn wohl noch nicht bemerkt. Schlüssel der Leiche. Und eine Medizin, Leute. Und eine kurze Pause. Und da bin ich wieder. Ja.
Meine Frau kam kurz rein, deshalb, ja. Ja, wir haben jetzt hier diese Leiche gehabt, ne? Nur Haut und Knochen. Er wurde ausgesaugt. Fliegen sammeln sich. Eine Mumie. Wie ich. Hä? Armer Kerl. Eine Mumie, okay. Ah ja, du bist keine Mumie. Du siehst viel hübscher aus als eine Mumie. Jetzt hör mal auf, so einen Schwachsinn zu labern, ja? Auf jeden Fall hat er uns Medizin und einen Schlüssel gegeben, Freunde. Einen Schlüssel. Da drüben ist wieder was los, sehe ich gerade, ne? Moment mal. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt hier einfach mal wieder runter. Oh, das ging schnell. Ah, genau deswegen, Freunde. Genau deswegen wollte ich den Plasma-Zauber haben. Schaut mal, der geht auf alle Gegner hier. Und am besten nochmal und nochmal. Zack. So einfach kann man sich die Gegner hier fernhalten. Die Skorpione, der Plasma-Zauber, richtig geil, Leute. Da kann man sich wunderbar die Skorpione, wenn die einen umzingeln, vom Leibe halten. Okay, wir müssen da oben hin. Allerdings sind da noch Gegner. Wie soll ich das jetzt machen? Ich weiß, dass es da unten, die Tür noch ist. Ja, wisst ihr was, ich gehe einfach die Runde, komm. Hier ist nämlich diese Tür. Und da können wir mit dem Schlüssel rein, den wir gerade gefunden haben. Zack. Saloonschlüssel benutzt. So. Leute, und schaut mal, neue Gegner. Igitt, Leute. Da oben, das sind so komische Mücken oder so. Fliegegegner auf jeden Fall. Richtig eklig. Aber die sind kein Problem hier, schaut mal. Die sind schon kaputt. Mit der Pumpgun ist das relativ easy. So, 6 MPs und noch ein Blitzlicht. Nee, komm, das entsorge ich mal. Ich habe ja schon eins, ne? Gut, das sieht ja hier nach so einem Lagerding oder sowas aus, ne? Okay, was gibt's denn hier, Leute? Auf jeden Fall Alk. Salz, Cracker, Olivenöl, Mehl und Haferflocken. Haltbare Nahrung. Nichts von Interesse. Das würde ich momentan nicht so sagen bei der Corona-Krise. Ja, ich weiß, damit spaßt man nicht, aber es ist schon krass. So, Leute, dann haben wir ja hier was. Ein riesen Kühlschrank. Da klebt was. Könnte nützlich sein. Ein Cola-Magneten. Ja, haben wir auch wieder die Schleichwerbung, ne? So. Ich borg's mir nur. Ja. Die Lebensmittel sind verdorben. Wofür man auch immer jetzt diesen Magneten braucht, ne? Sehen wir später. Okay. Was haben wir hier? Bierfässer. Ich bin im Dienst. Na komm. Jede Menge Bier. Mit einer besoffenen Eier zu spielen wäre doch auch mal cool, oder? Kassenbelege. Die scheinen wohl viel fürs Trinken auszugeben. Ja, ja, Leute. Die Leiter hinten ist kaputt. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Ich glaube jetzt, genau, jetzt sind wir hier in dieser Kneipe. Richtig gut, Leute. Schaut mal da hinten. Das Bild sieht richtig gut aus. So kann man hier rein. Ja. Schmutziges Geschirr. Die Speisereste sind vertrocknet. Okay. Na, hier war schon länger niemand mehr, ne? Blank poliert. Der Besitzer war wohl ein Sauberkeitsfanatiker. Wahrscheinlich die Leiche auf dem Wasserturm. Ja, das könnte hinkommen, Maya. Eine Barticke. Sie ist blitzblank. Genau, Leute. Haben wir hier irgendwas? Noch was, was hier so uns interessiert? Flaschen in verschiedenen Farbvariationen. Nö, sonst gibt's hier nichts. So, da ist doch die Kasse, ne? Naja, egal. Kasse brauchen wir hier nicht. Wir haben unser eigenes Geld hier. So. Ein vergilbtes altes Poster. Wohl genauso alt wie der Laden. Poster aus den 60ern. Okay, krass. Was haben wir hier? Ja, okay. Ah, ein Billardtisch. Cool, schaut mal. Habt ihr Bock auf Billard? Die weiße Kugel liegt noch da. Ja, dann. Sie waren wohl mitten im Spiel.
Ja, dann spiel's zu Ende. Los. Schade. Okay, egal, Leute. Da sind noch so Fässer. Ein Haufen Fässer. Mehr gibt's nicht, okay. Ja, alles schön angucken hier, wie gesagt. Ah, das Klo. Da sagt sie ja immer sowas Schönes. Hier sagt sie gar nichts, okay. Was ist das? Dryfield, die Karte von dieser Ortschaft. Ich lese sie in das GPS ein. Karte mit Select. Jawohl, Leute. Boah, da sehen wir mal, was wir hier noch zu tun haben. Wir haben noch einiges an Räumen, Freunde. Oben noch die beiden, hier unten die 10 Stück. Und es gibt noch einen Keller, Leute. Genau, es gibt noch einen Keller. Da müssen wir auch noch rein. Alles klar, das ist ja schon mal interessant. So, was haben wir hier noch? Nichts. Okay, Leute. War hier nicht so eine Jukebox? Oh! Ach, hier sind Gegner. Habe ich gar nicht gesehen auf der Karte. Krass. Okay. Das sind wieder so Mücken. Man hört's. Man hört's. Leute, ah! Da oben! Um Gottes Willen. Boah. Die sind ja eklig. Boah, schaut euch die mal an, Leute. Die sind ja richtig ekelhaft. Ne, das sind so Mücken. Kleine Mutationen der kleinen Babys, die wir eben gesehen hatten bei dem in der letzten Folge. In einem Bett da. Und ja. Die Gegner können hier also auch mutieren. Interessant. So, dann mach den mal kaputt da. So. Das sieht ja nicht gerade sehr einladend hier aus, ne? Und ja, genau. Alles voll, HP, MP voll. Genau, stimmt, hier hinten war so eine Spielecke. Schaut mal hier, das ist so ein Flipper, ein Einhänder. Ich würde ja gerne, wenn ich Zeit hätte. Komm, dafür hast du doch Zeit, oder? Einhänder, ein echter Klassiker. Ja, genau. Schade, können wir leider nicht mit. Aber was wir machen können hier ist, wir können hier das hier, eine Jukebox. Fast alles Oldies. Wohl eine ältere Kundschaft. Keine Zeit, mir das anzuhören. Hä? Warum das denn? Ich dachte, das geht. Naja, egal. Okay. Schade. Ich dachte, das geht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, hier haben wir nichts mehr an diesen Tischen. Ne? Ah doch, was? Der Tisch ist was? Umgefallen. Fußspuren. Barfuß? Der Laden ist bis auf diesen Fleck sauber. Okay. Na, sauber ist das hier nicht. Leute, haben wir hier noch was? Ein Getränkeautomat. Okay. Aber hier ist doch bestimmt was, oder? Ein Kühlschrank. Da drin ist etwas, tatsächlich. Ein Dosengetränk, Freunde. Coca-Cola. Gut, Leute, wisst ihr was? Dann schmeiße ich mal wieder was weg. Das ist echt nervig mit dem Inventar hier. Was schmeiße ich weg gegen Gift? Komm, entsorgen. Weg damit. Wir haben den Zauber dafür. So, dann nimm dir die Cola. Und Dosengetränk. Können wir nochmal kurz anschauen hier. Das ist eine Cola, Leute. Cola. Gut für den Stoffwechsel, HP und MP-Regeneration. Ja, 80 MP, 20 HP ist schon geil. Geiles Getränk auf jeden Fall. Schöne Schleichwerbung wieder. Schloss entriegelt. Gut, Leute, dann haben wir jetzt nämlich auch eine Abkürzung zu dem Bereich. Verdammt. Gut, dann mach mal hier. Und mach mal einen Zauber, und zwar hier den Energieshot. So, den brauche ich nämlich bei den Dingern. Weil die machen extrem viel Damage. So. Nein. Okay, und... Boah, gut, ey. So. Und das reicht nicht... Warum reicht das nicht? Drei Schüsse. So. Ah ja, natürlich. Jetzt kommen da auch noch Skorpione raus. Was soll das denn, Leute? Ach du Kacke. Ah! Hier, Plasma. Komm. Das lähmt den nämlich auch so ein bisschen, das Plasma. Und... Ah! Leute. Genau dafür bräuchte ich eigentlich das Gegengift, aber ich habe ja irgendwie... Ich habe ja Antigift in meiner Rüstung, glaube ich, drin, ne? Schaut mal. Hydramunition auf jeden Fall wieder. Ich habe, glaube ich, hier in meiner Rüstung habe ich Antigift drin, ne? Moment. Genau, Antigift.
Deswegen werde ich auch von denen nicht vergiftet, Leute. Von den Skorpionen. Das ist doch mal ganz gut. Da drin ist nichts, okay. Gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch den Bereich da vorne sauber. Und in der Garage. Und dann geht's mal weiter. Gut, Leute, wie gesagt, also freut mich, dass ihr mir wieder dabei seid hier. Bei dem schönen Spiel hier. Na, da liegt doch schon wieder so ein blöder Hund oder Pferd oder was das ist. Nein, lauf! Okay. Sehr schön. Sehr gut gegen die Mauer gelaufen. Nein! Ah, verdammt. Okay, dann. Nein, lauf! Ah, besser so. Okay, und... Moment. Kommt, wenn der andere da jetzt angerannt kommt, ne? Nein, okay, gut. Dann lauf! Lauf einfach und schieß den da unten kaputt. So, und lauf! Ah, verdammt. Verdammt nochmal! Die können ganz schön nerven, die Gegner, ja. Aber das geht schon. Das geht schon. So, da heile ich mich jetzt halt ein. Nee, Moment mal. Das kann ich ja jetzt ausnutzen. Und die Proteinkapseln schlucken. Benutzen, genau. Da haben wir jetzt nämlich 105 HPs wieder. Sehr schön, Leute. Und Medizin Level 1 reinpacken. Genau. MP-Wasser, Medizin 1. Passt, Leute. Das passt. Alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, die Garage, da können wir jetzt erstmal noch nicht rein, weil die Tür ist hier hinten zu. Zeige ich euch mal kurz. Da müssen wir jetzt von der anderen Seite rein. Genau. Zeige ich euch, dass die Tür hier zu ist. Genau hier. Hier kommen wir nicht rein. Schrotthandel Douglas. Betreten verboten. Abgesperrt. Hintertür. Wo ist die Vordertür? Ah, der hat abgeschlossen. Der vertraut uns noch nicht so ganz, der Douglas. Na, wir müssen also jetzt da oben hin, wo der rote Punkt ist. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Da werde ich aber oben rumgehen, weil da oben sind noch Gegner, die ich noch kurz mitnehmen will. Können wir jetzt eigentlich den letzten Zauber uns holen? P-Energy, hier, den Combustion, den hätte ich auch gerne. Ah, schade. 750. Ja gut. Dann ist egal. Dann bei den nächsten Gegnern wahrscheinlich. Gut. Dann gehen wir aber wieder hier hoch, ne? So, mir fällt gerade ein, ich habe gar nichts zu trinken hier, ne? Mein Mund ist schon so leicht trocken. Oh, das sind Skorpione. Alles klar, Leute. Die Skorpione, die sind nicht so schlimm eigentlich. Die machen gar nichts, schaut mal. Die haben gar keinen Bock, uns hier zu killen. Ah, doch, okay. Okay, gut, der eine da. Ja, gut, dann schieß mal den kaputt da. Ich glaube, danach kriegen wir die nötigen XP nach diesem Kampf hier. Ah, zack. So, Leute. Da ist noch einer in der Ecke. Boah, die halten 3 Schüsse aus von der Pumpgun. Das ist schon nicht schlecht, ja. So, dann... komm schon. Ah ja, jetzt beweg dich mal schneller. So, dann gehe ich jetzt mal hier rein und mach mal hier den Plasma-Zauber. Und los. So, dann gehen wir zurück. Die sind nämlich ein bisschen gelähmt. Und zack. Wie das die Dinger zerfetzt, das finde ich so geil, Leute. So, dann... Zack. So, haben wir jetzt genug XP? Ich hoffe doch mal. Yes, Leute. Oder? Moment. Jawohl, wir können uns endlich den letzten Zauber holen, Freunde. Combustion. Richtig gut, Leute. Das ist ein richtig nicer Zauber. Da freue ich mich schon drauf, den zu benutzen. Alles klar. Korrekt, Leute. Dann haben wir das geschafft. Dann würde ich sagen, speichere ich das Ganze mal. Dass wir jetzt auch den Kyle kennengelernt haben. Das wollen wir unserem Chef doch bestimmt mitteilen. Kyle Madigan, ein Privatdetektiv. Wir werden da einmal nachforschen. Ein Bunker also. Höchst interessant. Machen Sie weiter. Und sammeln Sie Infos über diesen Bunker. Okay. Krass. Ja gut, das ist ein Bunker also. Mhm. Da ist jetzt nämlich auch der Speicherstand, wie ihr gesehen habt. Ja. Ich glaube, das ist
Kann man das Spiel abbrechen? Kann man das Spiel beenden? Moment. Nee, das Spiel kann man nicht... Exit? Nee. Das Spiel kann man meiner Meinung nach nicht beenden. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen komisch mit den Speicherständen. Naja, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Douglas in den Hintereingang rein. Und schauen wir mal, was der uns da zu sagen hat. Beziehungsweise, ob er uns überhaupt was zu sagen hat. Ich meine, der macht ja hier sein eigenes Ding. So, Leute. Wir müssen, glaube ich, erstmal klingeln. Ne? Abgesperrt, ja. Wir müssen erstmal hier klingeln. Auf dem Schild steht Gary Douglas. Eine Sprechanlage. Wer ist da? Ach, Sie sind's. Ich habe mein Holzbein nicht an. Okay. Nehmen Sie den Schlüssel und kommen Sie rein. Gehen Sie durch die Werkstatt bis zum Wohnwagen. Mehr sagt er nicht, Leute. Was ist? Sie haben den Schlüssel? Schauen Sie links unten. Ich kann dir noch was sagen. Was ist? Achso. Nee, okay. Ja, Freunde, links unten. Den Tipp kriegt man auch nur, wenn man da zweimal drauf drückt. Und zwar hier links unten. Da ist so ein Gitter, Leute. Können wir mal drauf drücken. Und zack, seht ihr, da ist ein Schlüssel drin. Und den Schlüssel kriegen wir nur raus, wenn wir, ihr erinnert euch, wir haben ja hier so einen Magneten bekommen, ne? Verschlussmagnet. Ein Magnet in Form eines Cola-Verschlusses. Genau, Leute. Den brauchen wir jetzt. Und dann können wir uns jetzt hier ganz schön den Fisch hier raus, den Schlüssel hier rausfischen. Und, hör auf. Ich glaube, da oben rechts zu dem Loch, ne? Und zack, Leute. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Werkstattschlüssel. Mhm. Den Magneten haben wir jetzt bestimmt nicht mehr, ne? Oder? Moment. Doch, den haben wir noch. Alles klar. Ja gut. Keine Ahnung, wofür ich den noch brauche. Auf jeden Fall können wir jetzt hier rein. Werkstattschlüssel benutzt. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr cool. Dann können wir jetzt hinten durch die Garage bis zum Wohnwagen. Also, okay. Gut, Leute. Ich sage, machen wir das doch mal. Ratatatatat. Oh, da oben hängt schon wieder Gegner da oben. Und zack. Zack. Und den anderen da. Los. Irgendeiner fliegt da noch, ich hör's. Und da hinten der. Oder was? Ja. Geil, Leute. Die Shotgun ist richtig gut gegen die. Schaut mal. So einfach. So einfach kann man die platt machen, die Dinger. Ich weiß noch, als ich das als Kind gespielt habe, habe ich voll Schiss gehabt vor denen, ey. Die haben mir immer die Gänsehaut auf die Haut gebracht. Das ist so krass. Auf jeden Fall, der meint durch die Werkstatt, also hier rein. Ne? Genau, hier rein, das ist jetzt offen. Alles klar, Leute. Ah, Hundi, schaut mal. Da ist ein Hund, Leute. Ich weiß noch, als Kind habe ich immer gedacht, das wäre ein Gegner. Aber ja. Eine Seiltrommel. Brauche ich nicht. Ja, aber die wird dann nicht so gehighlightet liegen, wenn du die nicht später brauchen würdest, oder? Ein Schrottberg. Nur Schrott. Nichts Brauchbares. Okay. Ein Motorrad. Der Motor fehlt. Ein kaputtes Motorrad. Okay. Nichts Brauchbares. Was ist das hier? Ein Gabelstapler. Genau. Er ist noch gut in Schuss. Das stimmt. Ja, wie gesagt, alles schön angucken hier. Da ist ein Weg. Das Tor ist unter Hochspannung. Eine von Mr. Douglas Fallen. Ein Weg führt in die Berge. Wenn man dort von Monstern überfallen wird, keine Chance. Das Tor ist zu. Okay. Ja, Freunde, der Weg wird später noch sehr, sehr wichtig. Aber ja, schauen wir uns mal den Hund an. Och, wie süß. Schaut mal. Ja, Leute, genau. Süßer Hündchen. Süßes Hündchen hier. Das Tor ist zu. Okay.
Ja, du willst mich, glaube ich, zu deinem Herrchen bringen, ne? Ich kann mir auch schon vorstellen, wer das Herrchen ist. Eine Luxuslimousine, eine grüne. So gut wie Schrott. Eine grüne Schrottkarre. Das ist mal eine treffende Aussage hier. Ist das hier ein brauner japanischer Pickup-Laster? Eine Sache zu diesem Pickup-Laster: Das Lenkrad fehlt ja. Es gibt auch einen Film für Parasite Eve, einen japanischen. Und da kam auch ein brauner japanischer Pickup-Laster vor. Finde ich sehr interessant, Freunde. Den Film müsst ihr euch unbedingt anschauen. Sehr empfehlenswert. Kommen Sie rein. Alles klar. Ein hellgrüner Geländewagen ohne Reifen. Ein Schrottauto. Okay. Gut. Haben wir hier nichts mehr? Alles schön angucken. Batterien, Weinflaschen, Radkappen, Motoren. Ein Müllberg vor dem Wohnwagen. Solche Leute sind meistens ordentlich. Da sind auch massig Patronenhülsen. Pistolen, Revolver, Gewehre, alle möglichen Kaliber. Ein Haufen Schrott und Hülsen. Der Typ ist vorbereitet, würde ich mal sagen, ne? Dann gehen wir mal rein. Ja, der Typ ist vorbereitet, mein lieber Scholli. Ach du heilige Zeit. Wow. Hätte nie gedacht, dass mein Hobby, achso, mal nützlich sein könnte. Agent Bayer? Nennen Sie mich Aya. Gut, Aya. Da war vorhin ein Anruf von einem FBI-Typen. Wohl ein Kollege. Pierce. Er fragte, ob ich irgendwelche BPs gegen Waffen eintauschen kann. Bekomme ich dafür Geld? Ja, das FBI birgt dafür. Sagen Sie mir, wenn Sie was kaufen möchten. Cool, also so ein Shop hier, das ist doch mal geil, Leute. Das ist doch mal richtig geil. Da werde ich auch gleich zuschlagen. Eine robuste Metallkiste. Boah, schaut euch mal an, was der hier alles an Waffen hat, Leute. Schweißbrenner und eine Drehbank. Ja. Das ist richtig krass, Leute. Schaut euch das an. M700, M92, P229. Hey, Sie haben ja richtig eine Ahnung. Gehört mir zum Job. Eine Vitrine mit Waffen. Okay, was hat er hier alles noch? Schaut euch das mal an, ey. M4A1, MP5. Haben Sie eine Lizenz? Ich hab's von den Milizleuten. Das ist illegal. Ah, seien Sie kein Spielverderber. Okay. Meine Güte, sogar dekoriert. Ist was? Schöne Waffen. Wirklich wunderprächtig. Nicht wahr, nicht wahr? Seine Waffensammlung. Krass, Leute. Eine Feilensortiment. Eine Werkstatt für Waffen, ja. Ein Werktisch für Waffen, so rum. Genau, Leute, gut. Dann würde ich mal sagen, hier ist ja noch ein Telefon, ne? Hat er hier noch irgendwas? Nein, hier. Die Tür zur Fahrerkabine scheint demontiert zu sein. Okay, gut. Die Tür zur Fahrerkabine. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, darf ich? Nur zu. Kaufen Sie aber was. Alter Schwede. Naja, gut. Ah, Pierce. Hallo? Ja? Hey, ja. Was denn? Du brauchst mir nicht zu danken. Hal? Er ist gerade irgendwo unterwegs. Ah, meine Uhr. Ja, zum Glück. Kommst du klar? Ich weiß, aber übernimm dich nicht. Gut, Freunde, speichern wir das mal. Und das ist doch wieder ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden, Leute. Wir haben den Douglas wiedergefunden und genau, beim nächsten Mal können wir bei ihm ein paar Waffen kaufen und ihn mal ein bisschen über den Bunker ausfragen. Cool, Leute. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.